Oh mein Gott, sie sind wieder da. Die Haribo Fan Edition, ohne Scheiß, ich finde, das ist die geilste Haribo-Sorte aller Zeiten. Ich bin total verliebt in die Fan Edition. Wer sie schon einmal gegessen hat, wird mich verstehen. Die Fan Edition ist wirklich der absolute, wie soll man das beschreiben? Es ist einfach die Königin der Haribo-Goldbeeren. Da können keine Saftbeeren mithalten, da können keine sauren Beeren mithalten. Die Fan Edition ist wirklich das Geilste, was dein Gaumen an Weingummis je erleben wird. Ich verspreche es dir, ich schwöre dir, wirklich. So, wir wollen uns heute mal ein bisschen schneller machen im Schnelltest. Ich reiße die Verpackung deswegen gleich schon mal auf und dann holen wir mal die einzelnen Beeren raus und genießen die. Ja. So, welchen werde ich wohl als erstes essen? 1, 2, 3, ratet mal. Ja, natürlich esse ich den als ersten, richtig, richtig. Den blauen gibt es als ersten. Und? Schmecken sie noch wie vor einem Jahr? Das ist nämlich auch eine ganz wichtige Frage. Blau ist übrigens Heidelbeere. Und Heidelbeere und nicht irgendein armer Schlumpf, der da für geschlachtet worden ist. Heidelbeere schmeckt noch genauso wie früher. Ich greife direkt zum Dunkelroten. Das ist die Sorte Kirsche. Und Kirsche schmeckt auch sehr intensiv. Entschuldigung fürs Matzen. Also diese Tüte, wenn man die aufmacht, da ist auch schon wieder so ein Geruch am Start. Ihr glaubt es nicht. Das ist schon wieder Food Porno hoch 10. Ohne Witz. Wie kann denn das so geil riechen? Weil da vermischt sich ja alles drin. Ne? Oh, schon wieder ein blauer. Ich wollte eigentlich jetzt zum nächsten roten greifen. Und man glaubt es gar nicht. Ratet mal, was das für eine Sorte sein soll. Himbeer, Erdbeer? Nein! Es ist Grapefruit. Und ich dachte immer, Grapefruit wäre immer gelb. Ohne Witz. Das steht hier hinten auch drauf. Und das ist Grapefruit. Probier mal. Ja. Und Grapefruit ist eine Geschmacksrichtung, die ich normalerweise nicht so mag. Aber die ist tatsächlich mega gelungen. Und außergewöhnlich geil. Und obwohl ich eigentlich eher Kirsche mag, normalerweise finde ich hier diese entworfene Grapefruit-Geschmacksrichtung tausendmal besser als Kirsche. Richtig geil. Also Grapefruit ist tatsächlich jetzt mein Favorit. Ich habe wieder vergessen, was mir schmeckt. Und jetzt wird es schwierig. Es gibt zwei grüne Haribos. Der eine ist Waldmeister und der andere ist Wassermelone. Die sehen sich schon, also die sehen sich wirklich sehr ähnlich. Ne, guck mal hier, Wassermelone, dann steht hier Waldmeister. Was ist denn jetzt das richtige Grün? Ich beiß einfach mal drauf. Ich würde jetzt mal raten, das sieht eher so durchsichtig aus. Ich tippe auf Wassermelone. Es ist Melone. Gewonnen, super. So, jetzt gucken wir nochmal. Ist das wieder Wassermelone? Ich will jetzt mal Waldmeister hier haben. Gibt es doch gar nicht. Jetzt fummelt man sich in der Tüte zurecht. Und sabbert wahrscheinlich auch schon rein, weil die so geil schmecken. Ich guck mal. Achso, ich muss mal grün und grün vergleichen hier. So, da hab ich doch mal. Jetzt sehen wir das im Vergleich. Grün und grün. Links ist die Melone, rechts ist der Waldmeister. Und ist lecker. Schmeckt wirklich wie Waldmeister, aber ist halt Waldmeister, ne? Ist nur typische Waldmeister-Geschmack. Killt mich jetzt nicht, sage ich mal. Löst keine Mundorgasmen aus, aber ist so ganz okay. Und jetzt gibt es den letzten Haribo für heute, weil sonst platze ich auch irgendwann mal. Und das ist, ich habe ein bisschen für Aprikose. So, die Haribo Fan Edition. Jetzt wieder im Handel. Ich habe mich so gefreut, als ich entdeckt habe. Ich hatte schon Angst, dass die vielleicht vom letzten Jahr sind und dass es irgendwie so ein Ausverkauf ist. Nein, die sind super frisch, die sind neu. Die sind noch haltbar bis zum 1.2017. Und das heißt, ich könnte mir jetzt einfach mal 10 Tüten kaufen und dann habe ich ein Jahr lang wieder die Haribo Fan Edition. Und die sind wirklich abgefahren geil. Also gönnt euch die, probiert die. Hammer. Wenn es eine Werbung wäre, sie wäre ehrlich. Ehrlich. Krass, geil. I like. Und ganz wichtig, ich will von euch wissen, was ist denn eure Haribo Fan Edition Lieblingssorte? Kommentiert mal. Mögt ihr auch die blauen lieber oder mögt ihr so wie ich
Grapefruit, das ist wirklich ein bisschen strange. Ich mag echt Grapefruit am liebsten, gerade, zumindest heute Abend, ist mir Grapefruit am meisten aufgefallen. Was ist eure Lieblingssorte? Was ist euer Lieblingsgummibär aus der Fan Edition? Kommentiert es unter dem Video, abonniert den Channel und ich freue mich drauf.